Ich bitte nun zum letzten Vortrag in dieser Runde Professor Kurt Krambach. Er spricht zur Selbstorganisation des Dorfes im Verhältnis zur Gemeinde. Und Kurt Krambach ist Vorsitzender des Gesprächskreises Ländlicher Raum in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, im brandenburgischen Netzwerk für lebendige Dörfer Vorstands- und Vorstandsmitglied von ERKA. Bitte, Herr Krambach. Ich möchte zum Thema Selbstorganisation des Dorfes im Verhältnis zur Gemeinde einiges sagen, was mir sehr schwer gefallen ist in der Kürze der Zeit und bei dem riesigen Thema auszuwählen, was ich da eigentlich sagen soll oder kann. Und ich fange einfach so an. Wir haben in Brandenburg vor 7 Jahren eine Arbeitsgemeinschaft für lebendige Dörfer gegründet. Und zwar aus einer landesweiten Werkstatt für lokale Agenda 21 heraus. Dafür gab es mehrere Gründe. Erstens mal hat sich gezeigt, dass dieses Prozedere des lokalen Agenda-Prozesses in den Dörfern nicht fasste. Es gab kaum Dörfer, die sich dem zugewandt haben. Zweitens war 2003 gerade die zweite kommunale Gebietsreform in Brandenburg zu Ende gegangen. Aus 1600 waren 400 Gemeinden geworden. Das bedeutete, dass die meisten Dörfer in Brandenburg, die vorher selbst Gemeinden waren, nun eben Ortsteile größerer Gemeinden, zum großen Teil sogar von Städten geworden waren. Und drittens war das die Zeit, wo Wissenschaft und Politik eigentlich endlich dahinter kamen, dass schon seit langem ein demografischer Wandel im Gange ist. Und dieses Aufmerken dann oft verbunden war mit Horrorszenarien von Wüstungen, von sterbenden Dörfern und so weiter, sodass wir uns sagten, wir wollen dem eigentlich eine positive Alternative entgegensetzen und haben uns eben genannt Arbeitsgemeinschaft für lebendige Dörfer. Eine erste größere Tagung, die wir gemacht haben zum Thema bürgerschaftliches Engagement für lebendige und zukunftsfähige Dörfer, fand sehr großen Anklang. Landesweit waren über 120 Leute da und es wurden dort auf der Grundlage auch von Küchentischgesprächen, also von Untersuchungen in Dörfern, die Silke Stöber mit Studenten durchgeführt hat, sehr konkrete Dinge diskutiert. Sie können Ergebnisse dessen auch in der Wanderausstellung draußen im Foyer sehen. Und Silke Stöber hat ja auch kürzlich ein Buch veröffentlicht über die Wege zu lebendigen Dörfern in Brandenburg. In dieser Zeit hörte ich zufällig in einer Talkshow, dass jemand, der anscheinend kompetent dafür war, sagte, wir in Brandenburg machen 4 Dörfer zu, damit das 5. überleben kann. Ich dachte, ich höre nicht recht. Geht das überhaupt? Kann man Dörfer einfach zumachen? Sind 80% der Dorfbewohner gefragt worden, ob sie das möchten? Denn wir wissen ja eigentlich, dass die Mehrheit der Dorfbewohner sehr eng mit ihrem Dorf verbunden ist und auch dort wohnen bleiben möchte. Dass selbst Jugendliche mehrheitlich dort wohnen bleiben würden, wenn sie doch in der Nähe Arbeit oder Ausbildungsplätze finden würden. Dörfer sind schließlich historisch gewachsene Gemeinschaften, oft Jahrhunderte alt. Die kann man nicht einfach schließen. Was der gute Mann meinte, waren eben Gemeinden. Diese typische Verwechslung oder Gleichstellung von Dorf und Gemeinden, die im allgemeinen Sprachgebrauch üblich ist, aber leider auch in der Politik und hier dann eben für doch solchen Verwechslungen führt. In der Tat sind ja 3/4 der Gemeinden zugemacht worden, aber die Dörfer sind eben geblieben, nun als Ortsteile größerer Gemeinden. Und in dem Zusammenhang hat uns nun interessiert, und dazu haben wir eine Studie gemacht, die noch in Arbeit ist und noch nicht abgeschlossen ist, wie gehen die Dorfakteure um mit dem Verlust der früheren Selbstbestimmung? Gibt es Möglichkeiten und Chancen, das auf neue Weise zu gestalten, das Verhältnis von Dorf und Gemeinde auf neue Weise zu gestalten? Der Verlust der Selbstständigkeit wurde mehrheitlich in den Interviews, die wir dort gemacht haben mit Vereinsvorsitzenden, Ortsvorstehern, eben als echter Mangel, als Verlust von etwas Positivem, von etwas Normalem empfunden.
Und das selbst von denen, die sie inzwischen arrangiert hatten, die also auch die positiven Seiten dieser Reform kennengelernt hatten, durch Investitionen in den Dörfern und so weiter. Und zweitens wurde immer wieder gesagt, dass der Verlust dieser Selbstbestimmung als Art Beeinträchtigung der lokalen Demokratie betrachtet wird, als Gefahr einer Beeinträchtigung der lokalen Identität. Und es zeigte sich ja auch, dass manche resignierten und sagten, wozu sollen wir uns engagieren? Also Ortsbeiräte sind zurückgetreten oder es wurden kaum Kandidaten gefunden, wenn es um Wahlen ging. Wobei man andererseits sagen muss, bei diesen also negativen Empfindungen über den Verlust der Selbstbestimmung waren eigentlich die meisten der Interviewten doch sehr aktiv engagiert, für ihre Dörfer was zu tun. Also es war nicht so, dass sie etwa in Lethargie verfallen waren. Es ging nur darum, dass eben das als Verlust auch gefühlt wird und man darüber nachdenkt, ob es Änderungsmöglichkeiten gibt. Und das war dann eine zweite Frage, der wir nachgegangen sind. Gibt es eine Art neuer Selbstbestimmung im Verhältnis zur Gemeinde? Und da haben wir als Beispiele folgende interessanten typischen gefunden. Erstens Stadt Bad Liebenwerda mit mindestens 10 Dörfern, die schon 1996 dort Ortsteile der Stadt geworden waren, hatten ursprünglich nicht mal Mitspracherecht im Stadtparlament. Ja, sie durften nur dabei sitzen. Das hatte sich inzwischen geändert. Sie haben dann eine Arbeitsgruppe der Ortsvorsteher gebildet, um Erfahrungsaustausch zu machen und sich gewissermaßen gegenseitig zu stärken im Verhältnis zu ihrer Gemeinde, die ja ein Stadtparlament war. Die Stadt Forst mit 15 Ortsteilen. Die Ortsvorsteher haben sich vor der letzten Kommunalwahl als Wählergemeinschaft aufstellen lassen und bilden nun eine parteilose Fraktion im Stadtparlament, können also mitentscheiden, treffen regelmäßig zum Erfahrungsaustausch zusammen, diskutieren Vorschläge und machen auch Vorschläge an die Bürgermeisterin, eben aus der Kenntnis der Lage heraus, also nicht in Konkurrenz oder wer nun was als Erster bekommt, sondern so, dass das Vorschläge sind, die auch machbar sind. Also ein ganz neues Verhältnis, praktisch aus nur mitreden dürfen zum Mitentscheiden. Gemeinde Wiesenburg, bekannt im vorigen Jahr als die ersten Sieger, also bundesweit im Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Jede Entscheidung, sagt die Bürgermeisterin, die ein Dorf betrifft, wird nur in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Ortsbeirat getroffen. Und zwar so, dass der Ortsbeirat vorher immer die Möglichkeit hat, im Dorf selbst das zu diskutieren, Dorfversammlungen dazu zu machen. Und nur wenn es Konsens gibt, werden auch solche Entscheidungen gefällt. Also eine indirekte Form des Mitentscheidens der Ortsbeiräte. Dieselbe Bürgermeisterin sagte, sie machen Schulungen für die vor allen Dingen neu gewählten Ortsbeiräte, weil viele gar nicht wissen, welche Möglichkeiten es gibt, die Bestimmung des Kommunalgesetzes auszuweiten und viel weiter auszunutzen als nur das formale Mitspracherecht dort. Und das Beispiel ebenfalls aus dieser Gemeinde, sie organisiert Zukunftswerkstätten zusammen mit den Ortsteilen, um also in Übereinstimmung zu kommen zwischen Dorf und Gemeindeplanung. Man kann also die These aufstellen, dass eine neue Qualität lokaler Selbstbestimmung von Dörfern möglich ist, indem dieses kommunalpolitisch vorgesehene Mitspracherecht faktisch ausgeweitet wird durch solche Formen der Mitbestimmung. Wir haben dann weiter untersucht oder festgestellt, dass es ja eine zweite Quelle gibt, Mitbestimmung zu praktizieren, die ja nicht durch irgendwelche kommunalen Gesetze beschränkt ist. Das ist der ganze Bereich der Zivilgesellschaft im Dorf, vor allen Dingen durch die Vielfalt von Vereinen repräsentiert. Und hier konnten wir feststellen, dass solche Vereinsaktivitäten wie Zukunftswerkstätten, Projektplanungen
eben solche konkreten Formen sind, wie Dorfbevölkerung eben sich artikuliert und in die kommunale Politik einbringt. Wir haben festgestellt, dass es für diese Küchentischgespräche eine große Aufgeschlossenheit gibt, über Stärken und Schwächen nachzudenken, Vorschläge zu machen, wie es im Dorf weitergehen kann. Das Beispiel der Dorfkonferenzen, über die Frau Franzen gesprochen hat, spricht ja auch Bände dafür. Auch das, wie wichtig das ist, professionelle Hilfe zu haben für solche Dorfplanungen, die aber dann ein Prozess direkter Demokratie sind und des Nachdenkens über die Zukunft des eigenen Dorfes. Und wir haben sehr viele Beispiele gefunden für eigenständige Projektlösungen, die ja von Gemeinden ausgehen. Ein Beispiel, eine Kita sollte geschlossen werden, die ja für die Gemeinde zuständig ist. Und dann hat sich ein Verein gefunden, der die in freier Trägerschaft übernommen hat. Und man hat dann mithilfe von Fördermitteln und Eigeninitiativen eben die Kita erhalten können. Oder dass ein Dorfladen nur dann funktionieren kann. Die Gäste, die gestern in Bulko waren, werden das vielleicht gesehen haben, dass der Verein die Räume dafür gibt und dass ehrenamtliche Kräfte das auch mit betreiben. Ja, also rein marktwirtschaftlich könnte so ein kleiner Dorfladen nicht bestehen, aber dadurch, dass Vereine ihn tragen und stützen, das sind also Formen, also wo gewissermaßen Selbstbestimmung umschlägt, eben in Selbstgestaltung, in aktives Mitgestalten der eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse. Und wir sind dann einer weiteren Frage nachgegangen. Als wir diese Arbeitsgruppe gebildet hatten, kannten wir ja schon die ersten Erfahrungen der europäischen Dorfbewegungen und haben uns natürlich Gedanken gemacht, gibt es für uns, bei uns solche Ansätze dafür? Gibt es sowas Ähnliches, wie also solche Dorfaktionsgruppen, von denen Staffan Bond hier gesprochen hat? Und da sind wir auch auf interessante Formen gestoßen, nämlich ein Beispiel wieder aus diesem Dorf Maasdorf, was ich vorhin schon nannte, in der Stadt Bad Liebenwerda. Da ist ein Heimatverein entstanden, der ursprünglich aus der Umbruchphase im Transformationsprozess, wo hohe Arbeitslosigkeit entstand, in erster Linie durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aktiv wurde, aber gleichzeitig also kulturelle Traditionen gepflegt hat, ein ganzes Programm für die Tourismuserschließung in Gang gebracht hat und gewissermaßen heute alles im Dorf koordiniert, gemeinsam mit Ortsbeirat und anderen Vereinen. Ein interessantes Beispiel ist der Unternehmerstammtisch in Pretschen, einem kleinen Dorf im Spreewald, ursprünglich als Kooperation aller lokalen Unternehmen entstanden, im Zusammenhang mit der Vorbereitung der 1000-Jahr-Feier des Dorfes und dem Bemühen, also alle sich zusammenzutun, um das Dorf touristisch zu erschließen. Und heute ist das also eine regelmäßig tagende Institution, wo alle Ortsvereine, Ortsbeirat, also alle Akteure des Dorfes zusammenkommen, um regelmäßig zu beraten, wie es im Dorf weitergehen soll. Oder dieses Beispiel des Ökospeichervereins Wulko, den einige gestern besuchen konnten. Er war ursprünglich Träger eines Konzepts für eine ökologisch orientierte Dorfentwicklung und ursprünglich auch belacht von vielen als Ökospinner. Und heute ist er zu einem ökologischen, sozialen und kulturellen Zentrum des Dorfes geworden, wo selbst der Bürgermeister der Gemeinde, zu der jetzt, also der Stadt, zu der Wulke gehört, Mitglied des Ortsvereins geworden ist und wo dieser Verein, gewissermaßen der Motor der Dorfentwicklung, ist mit anderen Vereinen kooperiert. Zum Beispiel wird jährlich zweimal zum Tag für Wulke aufgerufen, wo ehrenamtlich also dann viele Dorfbewohner sich um die Verschönerung des Dorfes kümmern und so weiter. Oder noch ein Beispiel in Annenwalde, es ist eine Landfrauengruppe, die im Grunde die Vernetzung aller Aktivitäten im Dorf vornimmt. Also die Formen sind sehr unterschiedlich. Was typisch ist, und das war für uns eigentlich interessant,
Es gibt eigentlich also vier Quellen, also personelle oder sozialstrukturelle Quellen dieses Zusammengehens der Akteure. Das sind zum einen also die zivilgesellschaftlichen Strukturen im Dorf, Vereine, Kirchen, Freiwillige Feuerwehr. Das sind zweitens Kommunalvertreter. Das sind drittens lokale Unternehmer. Also das in vielen Dörfern bilden sie den Kern eigentlich der lokalen Akteure aus der Landwirtschaft oder andere Kleinunternehmen. Das heißt, sie sind eine unverzichtbare Größenordnung für solche gemeinsamen ähnlichen Aktionsgruppen im Dorf. Und aktive Einzelpersönlichkeiten, Künstler, Journalisten und so weiter. Ich glaube, man kann sogar die These aufstellen, dass die Besonderheiten des Dorfes, soziale Enge, Bekanntschaften, vieles andere, begünstigen dieses Zusammenwirken lokaler Akteure. Aber auf der anderen Seite wissen wir eben, dass das also Einzelbeispiele sind, dass das nicht etwa flächendeckend solche Aktionsgruppen gibt, die gemeinsam die Interessen des ganzen Dorfes vertreten. Was eben fehlt, ist, wie hier schon gesagt wurde, Erfahrungsaustausch, Überwindung der Barrieren der Kooperation, die es oft gibt, Stärkung des Selbstbewusstseins eben durch Kennenlernen guter Erfahrungen. Das heißt also, Vernetzung tut gut, wie wir heute auch schon mehrfach gehört haben. Ich will einfach schließen mit einer Behauptung. Erstens, dass Dörfer so stark sind wie ihre Zivilgesellschaft und das bürgerschaftliche Engagement. Und zweitens, mit einem Ausspruch, den ein Ortsvorsteher gerade im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen gemacht hat, also in dem Interview, und der sagte, also unsere Gemeinde ist so stark wie ihre Dörfer. Oder um noch einen Bürgermeister zu zitieren aus einer Stadt, die jetzt also einen Haufen Dörfer als Ortsteile bekommen hat, der sagte, also ich habe gelernt, wenn davon die Rede ist, dass wenn unsere Stadt als Perle der Region bezeichnet wird, dass dann unsere neuen Dörfer die Diamanten sind, die gemeinsam, wo alle zusammen gemeinsam den Glanz und die Attraktivität unserer Gemeinde ausmachen. Dankeschön. Ja.